So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück an dieser Stelle und wir sind ja noch fleißig dabei, hier auszubauen. Genau, den nächsten großen Raum hier fertigzustellen, damit entsprechend, das ist jetzt nicht das, aber egal, hier mit Sauerstoff versorgt werden kann. Noch nicht natürlich, ne, das wäre jetzt ein bisschen früh, aber zumindest ihr wisst, was ich meine, dass wir da bald ran können. Sehr schön. So. Ich darf das Jetpack nicht mehr so viel benutzen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ne. Das ist es wirklich nicht. So. Aber hier die eine oder andere Ecke entsteht, die wir natürlich noch irgendwie passig nutzen müssen. Also. Mal gucken. Vielleicht dann hier noch Sauerstofftanks mit hinstellen. Ich weiß es nicht. Ja, man könnte sie hinlegen und dann schließt man die hier an. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Sauerstofftanks, das machen wir. Ja, letztendlich brauchen wir massiv Sauerstoff. Und wenn ich da jetzt schon massiv Sauerstoff bauen kann, warum nicht? Das ist... Das, okay, das passt. Genau. Das auch. Wunderbar. Einfach alles mit voll klatschen. So. Ach was. Wäre das eine noch, das andere hat gereicht? Wahnsinn. Okay, ist ja echt ein bisschen übertrieben. Also, das verstehe ich jetzt, wer will. Computer brauchen wir noch. Ist ja krass. Computer. Hier waren keine drin? Okay. Gut. Habe ich hier irgendwas drin? Ne. Komisch. Hm. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber es ist noch nicht so wild. Ich muss nicht alles verstehen. Ja. Komisch, oder? Ja, schon so ein bisschen seltsam. Interessant fand ich ja letzte Woche dieses vorgezogen. Das war ja schon gegen Mittag, war auf einmal das Update-Video verfügbar, was sonst immer abends gegen 18 Uhr eigentlich kommt. Und dann hieß es da drinnen von wegen, ja, ich habe nicht die notwendigen Teile. Das ist ja kacke. Keine großen und keine kleinen Stahlrohr. Doch, hier ist noch großes Stahlrohr. Ha, ist ja komisch. Na egal, wir können wieder ein neues machen lassen. Na, auf jeden Fall hieß es, man hätte jetzt nur so ein paar kleine Bugfixes und man arbeitet momentan, hat man noch so einen der Entwickler gezeigt oder der Leute, die daran arbeiten. Und dass man halt aktuell daran arbeitet, die Performance, die Ladezeit halt auch zu verkürzen. Das fände ich super episch. Die Ladezeit killt mich momentan. Also ich bin jetzt durch die Mods und seit den letzten Updates bin ich bei über 10 Minuten Ladezeit. Und das ist schon echt hart, muss ich ganz klar sagen. Also 10 Minuten ist... over the top, aber sowas von over the top. Das, nur weil man halt ein paar Mods drin hat, die fürs Spiel notwendig sind, zumindest für mich, finde ich nicht, dass das sein muss unbedingt. So. Machen wir das so und dann machen wir davon ein paar. Geht ja relativ zügig. Ja, genug Eisen und sowas ist ja da. Das sollte eigentlich passen. So, das ist fertig. Hier fehlt noch ein bisschen was. Oh, da wird noch ein bisschen mehr gebraucht. Warte mal. Machen wir mal 100. Wir brauchen davon eh einige. Dann sage ich ihm, hiervon soll er auch welche machen. Ja, wir sehen, wir haben 21.000. Wir haben hier noch ein bisschen was, was davon benötigt wird. Das ist schon okay. Und Computerteile. Ja. Machen wir davon mal ein bisschen. Solarzellen sollten wir eigentlich haben. Wobei, wie gesagt, wir werden das bei dem anderen abbauen. Also, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt direkt danach aufgenommen. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Wieder eure Entscheidung gefallen ist. Ich hoffe natürlich entsprechend pro den besten für unser Spiel. Ja, ich sage es jetzt extra so, weil man weiß es halt nicht, ne? Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen. So. Naja, fehlt ein T-Modul, definitiv. Definitiv fehlt hier ein T-Modul. So, Motor. Und Herstellungskomponenten, okay. Herstellungskomponenten haben wir genug. So, gut.
Da ist es nämlich auch soweit angeschlossen und kann mit versorgt werden. Das ist, wie gesagt, das, was jetzt für mich wichtig ist. So, hier haben wir 0,38, 0,02. Ich glaube, die produzieren auch gerade gar nicht, ne? Ah, nur ganz, ganz wenig. Dann ist es natürlich kein Wunder, dass das jetzt nicht vorangeht. Aber immerhin haben wir ein bisschen was und wir könnten zur Not unsere Flaschen auffüllen. Und, das finde ich eigentlich sehr wichtig. Dass halt jetzt schon die Möglichkeit dazu besteht, ja. Das ist echt super. So, packen wir weg. Genau. Jetzt ist natürlich die Sache, dieses Effizienzmodul. Da sind so die Module. Also, was wäre denn wichtig? Stromsparmodul wäre definitiv eine gute Sache, weil die Dinger verbrauchen unheimlich viel und, so, hier kann ich eigentlich alles rauslöschen. Weil das, was hier so ist, das brauche ich so nicht. Genau, alles raus. Braucht kein Mensch. So, das heißt, Stromsparmodul finde ich ganz okay. Effektivitätsmodul, Produktivität. Ja, diese drei haben wir. Also Produktivität und Effektivität. Ja, wäre mal interessant zu wissen, wo genau der Unterschied liegt dabei, ne? Weißt du was, das gucken wir gleich mal direkt hier nach. So. Machen wir das gleich mal während der Folge, ne? Also, da habe ich mich nämlich nie mit beschäftigt. So. Space Engineers. Produktivitätsmodul. Genau, und soll uns mal sagen, wo da der Unterschied ist. Im Wiki, ja, es ist echt interessant. Also, ich glaube, damit muss man sich auch manchmal beschäftigen. Das wollte ich eigentlich immer machen, aber habe es dann doch nie gemacht. So, Produktivitätsmodul ist ein... um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Erhöht die Leistungsaufnahme auf Maximum von 2,8. Okay. Gibt es dann hier noch einen verwandten Link zu dem anderen? Okay, das war jetzt das Produktivi... Das... Okay, jetzt würde ich gerne... Produktivitätsmodul. Dann haben wir das Stromsparmodul. Okay, das gucke ich einfach nur mal an, um zu schauen, wie weit das Ganze reicht. Ein Modul. Energieeffizienz. Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Verbraucht deutlich weniger, wenn ein einziges dran ist. Und das andere war das Effektivitätsmodul. Das werden wir uns natürlich jetzt auch noch angucken. So. Effectiveness. Genau, das ist. Soll er mal sagen, wie weit das gesteigert wird. So. Ach so. Erhöht die Menge an raffinerierten Barren pro Erz. Und kann nur bei Raffinerie benutzt werden. Bei zwei davon haben wir schon eine Produktivitätssteigerung oder Effektivitätssteigerung um 141%. Das heißt praktisch, wir stellen zwei Stück her und bekommen einen dritten umsonst. Also bei 150% rein theoretisch, ne? Oder bei 10 Stück hättest du dann halt 14, also weil es 141 sind, ja, bei 10 Stück hast du dann 14 normalerweise, ne? Oder hast du dann halt 14, wenn es 10 normal wären, hast du dann mit den Modulen dann halt 14 raus. Aber das ist natürlich echt geil, bei 3 Stück sind es 168 und bei 4 sind wir bei 200, das heißt doppelt so viel. Das ist natürlich richtig gut, das heißt, das werden wir auch nutzen. Das heißt, ich werde bei der Raffinerie nur das Effektivitätsmodul nutzen und bei dem anderen, das Produktivitäts- und das Stromsparmodul. Sehr schön. Ja, da können wir. Siehst du, das ist das Gute, dass ich halt hier den Renderrechner noch nebenbei laufen habe. Was heißt nebenbei? Ich muss ihn ja nebenbei. Nee, hier laufen lassen. So, das heißt, als erstes Effektivitätsmodul. Packen wir hier mal hin. Das brauche ich. Dann brauche ich das. Und ich brauche das. Gut. Und natürlich werden wir da das, Effektivitätsmodul als erstes basteln. Braucht ja auch nicht viel. Und wir sehen, wir können hier halt auch wirklich 4 Stück anbringen. Das ist das Wichtige, damit wir das halt auch so hinkriegen, ne? Dass wir halt wirklich sagen können, okay, wir basteln das so. Damit halt... Oh, Entschuldigung, irgendwie... Ich habe teilweise den Eindruck, ich werde wieder krank, ey. Habe ich gar keine Lust drauf. So, Herstellungskomponenten brauche ich.
Kleine Steuerung und Motor. Okay. So. Das nicht. Ach, Metallgerüst auch noch. Ja gut, das können wir gleich machen. Kleine Stahlrohr sehe ich hier schon, brauche ich auch wieder. Muss er noch ein bisschen mehr. Da muss er ein bisschen mehr. Genau, lassen wir nochmal 100 Stück machen. Davon brauche ich noch welche. Ja, aber das ist natürlich, wenn wir jetzt was finden, also von den wenigen Ressourcen, die man dann halt findet, hast du dann halt noch viel, viel mehr. Das hätte ich mir mal früher angucken sollen. Gerade bei den wirklich hochwertigeren ist es natürlich mega wichtig, dass du da so viel wie möglich rauskriegst, ne? Krass. Sehr geil zu wissen, ne? So. Dann machen wir natürlich hier jetzt das Produktivitätsmodul dran. Große Stahlrohr, ne? Das ist nicht das Ding, haben wir hier drin, ne? Und dann kommt hier das Stromsparmodul dran, genau. So. Wunderbar. Kleine Stahlrohr haben wir auch gerade welchen Auftrag gegeben. Wunderbärchenhaft. Das heißt, wir haben jetzt da oben 200%. Das heißt, wenn ich 10 Barren rauskriege, kriege ich jetzt dann halt, oder vorher 10 Barren, kriege ich jetzt 20 Barren raus. Das ist super, super gut. Also gerade bei Platin, Silizium und so weiter und so fort, ist das natürlich richtig, richtig krass jetzt auf einmal. Okay, so, ich packe das jetzt mal alles hier rein. Das müssen wir auch noch miteinander verbinden, wobei ich es aktuell ganz schön finde. So wie das halt hier ist, aber naja, es soll ja nicht sein. Wir haben hier draußen noch Erze, das heißt, wenn wir das jetzt gleich einsetzen, werden wir feststellen, wie viel mehr wir dann davon haben im Endeffekt. Ja, es ist richtig gut, ey. Sollte jeder nutzen. Achso, nee, Erz habe ich nicht. Nee. Aber ich habe sowas. Produktivität war ja die Geschwindigkeitssteigerung, ne? Dass es halt schneller geht. Ist auch ganz wichtig, finde ich. Ah, also da haben wir schon massig Vorrat und wenn... Strom verbraucht das ja unheimlich viel. Und da wir aktuell keine Batterie haben, sondern nur den Generator, der halt den Strom liefert, ist es halt schon dürftig. Gut, wir packen erstmal alles hier rein, was ich noch hier finde. Dass das Raumschiff auch leer ist und ich entsprechend da weitermachen kann mit dem Bau. Ja, erstmal alles reinpacken. Achso, das ist doch falsch. Das soll ja hier gar nicht rein. Aber ich glaube, das eine ist Metallschrott gewesen, oder? War das hier nicht Metallschrott? Naja, Metallabfall. Habe ich doch gedacht. Es kommt in die Raffinerie. Sehr gut. Ha, wir können das ja gleich mal austesten. Wir haben da vorne Silizium gefunden und Silber. Und bauen ein bisschen was ab und hauen das dann hier rein. Was eigentlich Sprengstoff hier? Oder was ist das? Reaktorkomponenten. Ah, da können wir auch einiges von gebrauchen. Immerhin wollen wir ja noch... Also, was heißt wollen? Wir werden definitiv noch einen Generator brauchen. Gerade solange ich jetzt nicht Solaranlagen draußen hingestellt habe. Wobei ich hatte überlegen müssen, ob das überhaupt Sinn macht, eine Solaranlage draußen aufzubauen, denn die bringt wenig Strom. Ja, es ist eigentlich Schwachsinn, was das Ding bringt. Und ich möchte eigentlich ja, genügend Strom produzieren für uns, sodass es sich halt lohnt, dass wir halt keine Probleme haben. Und wenn ich jetzt keine Batterien habe, bringt mir Solarenergie überhaupt nichts, weil ich kann es nicht speichern. Das heißt, ich bin ja wirklich auf sowas angewiesen, wie ein Generator. Aber die Sonne ist lange da, ne? Das ist gut. Können wir gleich mal gucken, wie es bei den Sauerstofftanks aussieht. So, Sauerstofftank. 0,38, 0,03. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum die anderen gar nicht gefüllt sind, aber okay. Ach ja. Weil die nicht darauf eingestellt sind, deshalb. Genau. Deshalb. Aber wie gesagt, das ist schon echt in Ordnung.
Jetzt ist natürlich aufgrund der Lage, wie sie gebaut sind, in einer Reihe weg. Wir sehen es, haben sie also nur die Hälfte der Produktivität, aber jedes kleine bisschen zählt. Echt, das ist mega, mega wichtig. Und ich bin überlegen, ob wir uns vielleicht mal da hinten irgendwie reinbuddeln. Damit wir einfach mal gucken, was da ist. Aber das machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.